So, Valambois ist also tot. Und sie bringen das Ei zurück. Das Ei der weißen Vögel. Wissen Sie, wir wollten alle drei zum Glück dieses Landes beitragen. Aber wir haben ihm alle drei letztendlich nur Unglück gebracht. Wir waren Idealisten und wir waren verblendet. Das ist die Wahrheit. Aber das ist uns erst viel zu spät klar geworden. Gott vergebe uns. Ach, das ist lange her. Sie kam aus einem mysteriösen Dorf mitten im Dschungel. Valambois hat sie sehr geliebt, wissen Sie. Aber dann hat er sie verlassen und ist nach Europa zurückgekehrt. Daran ist sie gestorben. Übrigens, im Fort finden Sie Kraftstoff für Ihre Maschine. Sie haben noch eine sehr, sehr weite Reise vor sich. Ich werde zu Gott beten, auf dass er Ihnen beistehe. Okay, das ist anscheinend einer von seinen damaligen Gefährten, also vom Alexandre, seinen damaligen Mitreisenden. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ich habe jetzt nicht ganz mitgekriegt, wer das war. Der Alvarez wird es nicht gewesen sein, also wird es wahrscheinlich der andere sein. Ja. Und muss ich jetzt wahrscheinlich doch wieder zurück, ne? Also komme ich jetzt wahrscheinlich doch in die Stadt rein, nachdem ich mit dem Typen geplaudert habe. Werden wir gleich sehen. Ja, ich will da rein. Jetzt lass mich rein. Dann bin ich dumm. Hätte ich da doch nicht weggehen sollen. Ich verstehe es nicht. Der hat gesagt, ich finde im Fort Treibstoff und was auch immer ich brauche. Hier ist zwar eine Zapfsäule, aber das kann er doch nicht gemeint haben. Ich gehe mal nochmal hin. Ich habe da, glaube ich, irgendwas übersehen oder nicht mitgekriegt. Wie immer halt. Der Typ schickt mich immer noch voll, der ist irgendwie voll groß, kommt er mir vor. Aber ich kann hier halt auch nirgends hingehen. Ich kann nichts auflesen, ich kann da nicht rein. Auf dem Bau, da liegt nichts rum. Meine Beine kann ich auch nicht sehen. Der Typ kann auch nichts mehr, ich kann da nur noch drauf gucken auf den Grabstein, das haben wir doch schon. Haben wir doch schon gemacht. Da gibt's nichts. Ich guck nochmal drauf, also. Da gibt's nichts zu sehen, da ist. Seltsam. Ich schau nochmal kurz. Hier ins Inventar. Ah ja. Tatsächlich hat der Typ mir einen Schlüssel gegeben. Na dann. Schön, dass der mir das so offensichtlich mitgeteilt hat. Oder ich habe geschlafen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist mir auch eigentlich egal. So, jetzt. Jetzt aber. Schlüssel. Tor. Puebla. Ein Vogel. Okay. Da nach hinten geht's nicht. Wir können in den Stadtplatz. Ich bin mir nicht sicher, ob man da jetzt rein kann oder ob der Pfeil da nur. Ich guck mal. Also entweder kann ich da rein oder... Ah, okay, da, gut.
Da gibt es ja auch nicht wirklich was zu finden, ne? Zum Finden, ne? Boah, und wie ausgestorben das hier ist, es ist doch fast schon ein bisschen gruselig, da will man doch gar nicht sein. Da lebt nur noch dieser alte Typ, der da den ganzen Tag am Grabstein steht. Okay, da kommen wir rein. Ich will jetzt aber erstmal kurz einfach mal in die Mitte. Liegt da ein Pferd? Liegt da irgendwas? Ih, da liegt doch ein totes Viech. Boah, da kannst du alles machen. Viel zu viele Möglichkeiten. Aber da schätze ich mal, braucht man Eimer dazu. Ich kann da nach hinten, nach da hinten, nach da hinten. Boah, ey. Okay, ich gucke jetzt erstmal hier rein. Gehen wir mal ganz chronologisch von links nach rechts durch. Oh, das sieht doch sehr nach dem Alvarez aus hier. Aber geben tut sie auch nichts. Ja. Da, das ist ein Viech, tatsächlich. Eine Kuh oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Die Beine stehen auch geil ab, muss man sagen. Hier. Voll starr. Als ob sie einfach umgeschmissen wurde und schläft. Also ich geh's weiter lang. Ein Heuhaufen. Falls man hier mit dem Todessprung runter springen will. Also hier kommen wir rein. Hallo, jemand zu Hause? Ist eine Schule oder so? Sieht mir nach Schule aus. Ja. Landkarte können wir angucken, Tafel nicht. Statue oder Büste können wir angucken. Das war's. Also Landkarte. Amazon. Hier steht, glaube ich, Puebla. Müssen wir hier sein. So. Da gibt's auch nichts unten drin. Hier gibt's nichts. Das muss doch. Ja, das. Ja, da steht's. Da steht's doch. Antonio Alvarez. Hab's doch gesagt. Das sieht so geil aus, die Büste. Alter. So ein Styler hier mit der Brille. Ach, wie geil ist das denn? Lol. Gut, gangen wir wieder raus.
Weiter in die Richtung. Wow! Alter! Was? Was für ein kranker Spasti? Lauert der da einfach um die Ecke? Okay, da haben wir... Also wir sind jetzt... In der Zelle. Alter. Knüppelt der Typ mich einfach hinüber. Schlägt er mir mit seinem Knüppel ins Gesicht. Okay, sonst gibt's nichts hier drin. Jetzt müssen wir wieder rauskommen. Alter, der hat mich übel erschrocken gerade. Meine Fresse. Eine Tasse oder ein Becher oder was auch immer. Nachttopf, ich weiß es nicht. Backpack, Rucksack. Jedes Mal, wenn ich die Dinger sehe, denke ich daran. Aha, Tequila. Da. Erstmal mal trinken, ne? Geht nicht. Ja, ansonsten, ich kann es ja mit sonst nichts anderem auswählen, ne? Dann lege ich es nochmal weg. Linse ich nochmal durchs Schlüsselloch. Die Futterluke. Ich kann damit nichts machen. Bin ich dumm oder was? Nein! Ich wollte daneben gucken. Schlag doch die Scheiße. Ah. Schlag doch die scheiß Holztür rein. Junge, willst du mich verarschen? Was soll ich machen? Ich hab nur eine scheiß Tasse. Was will ich mit einer Tasse hier ausbrechen? Ich bin doch nicht MacGyver. Und selbst der braucht mindestens eine Tasse und einen Kaugummi. Jetzt trink hier was vor dem Alk, Junge. Aber hier gibt's halt auch sonst nichts, ne? Das hat mich gerade tatsächlich ein bisschen schockiert, dass da hier einfach in so einem Spiel so bisher, wo nicht so viel mega actionreich passiert oder so, einfach so ein Typ um die Ecke springt. Like a Assassine. Ja. Ich weiß es nicht. Soll ich nochmal hier ins Buch gucken? Ja, dann war das da vorhin der Markowski wahrscheinlich, ja? Der am Grab. Ah, der Carfados, den haben wir schon mal gelesen. Heute Abend erzählte mir ein Mann von seltsamer Weise Vögel, es ist bereits mir als Führer zu dienen und... Das muss auch erst so gelangen, es ist... Ja, gut, ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, einfach nicht dafür geschaffen, für solche Art von Games. Also entweder bin ich einfach blöd oder. Also, oh. Oh! Oh! Ich bin tatsächlich... Blöd. Der Grills wird sich jetzt freuen. Wollen wir mitnehmen? Nö.
In die Tasse sperren. Irgendwas müssen wir jetzt mit der Tasse machen. Komm, rein da. Ja, tatsächlich. Und jetzt können wir den Käfer besaufen lassen, hier mit dem Tequila da vor der Tür. So, hol deine Freunde und rette mich. Bring mich in die Freiheit. Hä? Ja, pfui Teufel. Ah, das fand ich jetzt gut. Einfach den Käfer wie eine Brausetablette da in die Flasche reingekippt. Und er seufzt und kippt um. Kann ich immer noch nicht raus. Ach, der hat wahrscheinlich einen Schlüssel da gehabt, ne? Wie so eine Brausetablette einfach da rein. Ach ja, hier Schlüssel auswählen und so. Ich bin frei! Liegt da jetzt der Typ rum? Nö. Doch, da, glaube ich. Im Schatten irgendwie. Also, da ist die Schule. Da ist der Heuhaufen. Ich gehe nochmal kurz in die Richtung. Da war aber, glaube ich, nichts mehr. Vielleicht können die Mistgabel oder so. Kann ich nicht mitnehmen. Nee. Woher weiß denn der eigentlich, was er brauchen kann und was nicht? Nimm doch die Mistgabel mit, vielleicht brauchst du es ja. Können wir dem sein Jeep... Ach, haben wir dem einfach den Sprit geklaut. Ach, und Proviant oder was auch immer. Sonst gibt's nichts. Gehen wir wieder zurück. Und gucken, was wir hier dem Typen gerade gestanzt haben. Sprit und irgendwas. Sieht aus wie Weizen oder so Getreide halt. Stroh, Heu, irgendwas. Vielleicht können wir damit die Kuh da auf dem Dorfplatz wieder aufpäppeln. Vielleicht hat die nur Hunger und liegt deswegen da so rum. Da, hier. Mit der können wir nichts machen. Okay, gehen wir in die Kirche. In die Kirche. Oder nicht. Am besten gehen wir nicht in die Kirche. Kann's denn schon gewesen sein? Das war's? Einfach Sprit holen, zurück zum Flott und weiter? So schnell? Ich habe irgendwie Angst, dass ich jetzt was vergessen habe. Ich weiß nicht, ob ich dann... Also ich will hier ja exakt nicht unbedingt wieder zurückkommen müssen. Also unnötig, meine ich. Naja. So, tala. Boah, jetzt nur. Das ist eine Tankanzeige, vielleicht das rote da. Das interessiert mich jetzt, ob das vielleicht ist. Wo war denn jetzt hier nochmal der Tank? Da hinten. So, gut, gut, gut. Schönes Soundfile übrigens von dem. Ja. Können wir jetzt wieder Gas geben? Nö. Ich verstehe es nicht ganz. Bestimmt steht jetzt wieder irgendeiner hinter mir und schlägt mich nieder. Ich bin jetzt voll paranoid. Ach, brauche ich wieder so eine Datasette. Dann gehen wir nochmal zum Makowski.
Falls es der ist. Ich denke, der ist es. Ich nehme es mal an, ne? In dem ganzen Dorf gammelt einfach nur der alte Typ und der andere rum. Oh, der ist weg. Wo ist der Typ hin? Kannst du doch nicht einfach verpissen.